Jetzt haben wir hier noch Gewitter im Kopf, Brezsalat und Kochnudeltorte. Da habe ich auf jeden Fall absolut gar keinen Bock drauf, mir das jetzt reinzuziehen. Aber wir müssen natürlich da durch, weil sonst mein Chat wieder komplett an mich am Dichtflamen ist. Dann schauen wir uns Gewitter im Kopf an, Leute. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir unbedingt sehen wollen. Let's go. Wo ist die Banane? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Geht direkt schon gut los, perfekt. Auf unserem Kanal. Ich will mal was verrückte Rezepte ausprobieren, die ich im Internet gefunden habe. Hier hat sich echt gebessert, was Schnitt und sowas angeht, Alter. Qualitätsmäßig ist das kein Handycam-Vlog mehr, sondern nur YouTube-Content-Schrott. Wir haben ja schon das ein oder andere verrückte Rezept schon ausprobiert im Vorhinein. Also diesen Big Mac-Salat, den wir vorher gemacht haben, der eher dann in so einem Auflauf geendet ist. So, keine Ahnung. Bye. Habe ich für heute vorbereitet. Du weißt ja auch noch nicht genau, was wir kochen. Nee. Ich habe eine Spaghetti-Torte rausgesucht. Spaghetti-Torte, okay. Und? Habe ich früher gehasst, Mann. Habe ich wirklich gehasst. Was ich auch schon mal geil, Torte, kommen die da mit Nudeln. Bleh. Am komischsten fand, wo aber sehr viele Leute unter das Rezept geschrieben haben, dass es lecker schmecken soll, sind gebratener Salat. Stimmt, Tim trägt jetzt Kappe, nachdem ich seine Haare gedisst habe. Mhm. Ah ja. Gebratener Salat? Ja. Was ist da? Also... Mit der Torte vor der Spaghetti-Torte kannst du schon mal vergessen, weil ich habe keine Springform. Perfekt. Oh nein. Also wir fangen jetzt einfach mit dem gebratenen Salat mal an. Bro, warum brät man Salat? Was soll das? Nein! Den Salat so vierteln, dass bei jedem Teil ein Stück vom Mittelkeil bleibt. Fresh Pie, German Eagle, Dankeschön. Lolliges müssen Lolliges. Jetzt 40 Gramm Butter schneiden, um die dann in die Pfanne zu tun und das dann da drin zu braten. Nur 40 Gramm Butter? Ja. Das ist, ja, ich verbrann dich. Sollen wir den Salat reinschuhen? Ja. Das fress ich. Spül die rein. Doch, du willst es insgeheim. Nee. Hä, du Arschmaus. Damit er mal ein bisschen mehr Pfeffer... Hier bin ich. Damit er mal ein bisschen mehr Pep hin kommt, das ist ja langweilig so. Hast du noch Peps? Nee, ich hab gar nur... Gar keine mehr. Ich hab gesagt, da muss Pep rein. Kriegst du jetzt Öl und kriegst Durchfall. Nein. Weißt du, dass man davon Durchfall kriegt? Ja, Bro, weil das ist, glaube ich, eine logische Schlussfolgerung. Also ich glaube nicht, dass dein Körper mit so viel Fett umgehen kann. Du wirst automatisch davon Durchfall bekommen. Hast du schon probiert? Ja, hab ich bei dir gemacht, als du geschlafen hast. Oh Gott. Ich fühle mich immer so wie ein Profikoch, wenn ich so Salz über irgendwas drüber streue. Pfeffer. Boah, das sieht irgendwie aus wie so eine vergammelte Muschel. Ja, das sieht aus wie die von deiner Alten. So, jetzt wird noch der Schnittloch geschnitten mit der Schere. Ich bin übrigens Friseur. Ich bin halt echt gespannt, wie es schmeckt. Weil das sieht ein bisschen aus wie so eine Pommes. Wir haben ja gesagt, wir machen was Grünes. Ich will nicht. Bro, gebratener Salat klingt absolut nach Muschscheiße, Digga. Würde ich gar nicht essen wollen, WTF. Du willst. Ist doch voll bitter so. Es sind doch kranke Bitterstoffe und sowas drin. Also das kann doch gar nicht gut schmecken, Mann. Das kann doch gar nicht geil sein. Da muss doch richtig viel... Das muss doch so ultra... Ja, der Chat sagt's auch schon gerade. Much, Alter. Das muss so ultra bitter sein und so. Kann ja nicht geil sein, ey. Ja. Ihr wurdet geprankt, Alter. Ehrlich gesagt, echt nicht schlecht. Was? Das schmeckt so... Das schmeckt nur nach Fett. Das verfütter ich gleich an die alte Tutsch. Die soll mal was zum Saufen mitbringen. Wenn du schon willkommen willst. Wir hätten vielleicht noch was Oregano machen können. Hab ich versucht. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt eine Zwiebel essen. Will aber nicht. Du willst. Doch. Boah, wenn ich du wäre mit den beiden, wäre ganz wild, Alter. Solche Vive gegen die beiden eintauschen und eins in den Chat, falls ja. Bin ja nicht, wenn ich du wäre. Hab ich gerade geändert. Mach! Aber das war doch unser Kochformat hier. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwelchen... Ja, das war ja wohl kaum absehbar, dass diese Entscheidung hier von euch gefordert wird. Ich überleg's mir mal. Spielen anfangen. Iss es, sonst dusche ich dich. Ich kann doch nicht in eine Zwiebel reinbeißen. Den Pilz. Nee. Mach es einfach. Nein, das esse ich auf jeden Fall nicht mehr. Das kannst du keinem antun. Ey, komm. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. So ein Ding ist das. Außer es ist irgendwas, was Evai vorher angefasst hat. Dann nicht. Ja, lecker. Mach das weg. Ja, und dann noch dieser Stiel. Mama mag das. Ich will das nicht. Wie ist das jetzt? Ich will das hier essen. Die am Zweiten Weltkrieg hätten sich gefreut. Keine Ahnung, was man da noch hätte drauf machen sollen. Ich bin immer noch ein Hase. Oh, Schnittloch so leise, Alter. Ja. Nein. Also du darfst auf jeden Fall nicht so viel von den Zutaten wegessen. Ich habe das nämlich genau ausgemessen gekauft. Dieses Mal habe ich nicht so viel Backup. Das nice Essen-Sound, Bro. Waren gerade genau 200 Gramm, weißt du das? Jeder weiß ja, dass es knusprig ist, wenn man einen Pilz beißt, oder? Mhm. Eigentlich. Komm, wir tun die jetzt mal weg. Nein! Du hast jetzt genug davon gegessen. Nein! Doch, du hast wirklich jetzt... Wir haben sonst nicht... Ey, ich kam mal zu Joyce Ilk in die Wohnung und da hat die einfach so einen Pilz geschält und gegessen. Und ich war so ganz verwirrt und dachte mir so, kann man das machen? Und scheinbar kann man das machen, aber... Kann man das machen? Ist das also... Das wäre für unsere Nudel-Pilztorte. Luis, danke für deinen Zap. Ich will es dir reinstecken. Deine Arschfalte. Ah! Au!
Das piekt! Das hat voll gepiekt! Ja, kann man machen, ist aber manchmal auch schon, also ist ein bisschen weird, oder? Nein, das piekt nicht. Das piekt. Ja, es piekst, ne? Hast du gesehen. Weißt du, was sich genauso anfühlt in Langzeit-EEG? Ich will die wegtun, ich will die wegtun! Alter, what the fuck? Gib sie mir! Jungs! Du, lass es bitte. Ich entscheide, was damit passiert. Okay, aber wir brauchen die noch für die Torte. Jan? Alter, entspannt euch doch bitte. Hör doch auf, ihn immer zu triggern, Bro. Nein. Mach eine verrückte Sache. Taro und Luis, danke schön für die Subs. Das geht. Das geht nicht. Warum soll das nicht gehen? Was ist das für ein... Herr, ich hypnotisiere dich. Augen auf, folge dem Pilz. Alter, ich lieb's, wie Tim Bild in Bild geschafft hat. Tim, du bist wirklich schnittmäßig jetzt schon besser als Survive. Stark. Folge dem Vaginalpilz. Ich glaube, dem ist Tim ganz gut auf der Spur. Ja, die Gisela kriegt gleich ihren Sprit. Ja. Nein! Nein! Bitte, wir können uns nichts mehr kochen. Hör auf! Das ist doch mein Ziel, du Tut. Der ihn einfach beißt. What the fuck ist da schon wieder los? Willkommen zur neuen Kochserie Gisela kocht. Heute mit den Oregano-Zwiebeln mit Gisela. Das sind Tomaten. Ich meine, das sind Pilze. Wir sind aber beide heute ganz verwirrt. Das ist irgendwie, das gibt mir so Jeremy Fragrance-Vibes hier, Alter. Keine Zwiebeln. Oregano-Pilze, die werden gleich verarbeitet für unsere Nudeln. Oregano! Vielleicht können wir noch was mit dem Salat anfangen. Der kann da vielleicht mit noch in den Nudelkuchen rein. Nimm den doch einfach bitte jetzt endlich mal die Sachen da weg. Warum musst du jetzt noch Pfeffer drauf? Weil ich hier der Chefkoch bin. Du hast aber keine Chefkochmütze. So eine Krawatte, wenn du nicht misshältst. Gut, dass ich dir noch nicht die Eier gezeigt habe. Wir haben nämlich noch ganz viele Eier hier stehen. Ja. Gib ihm die Eier, gib sie ihm. Ohne. Erst da rein. Halt die Fresse, du Mist! Die müssen da rein! Müssen wir die nicht erst abwiegen? Müssen nicht zuerst das Wasser eigentlich kochen, also wir machen Pi mal Daumen. 200, also machen wir die Hälfte. Ja. Oh, warte, ich hol einfach wieder eine Hälfte raus. Das Gesöffs ist da! So, wie sieht's denn mit den Nudeln aus, Jan? Hat sich schon was getan? Ist es schon am Blubbern? Nein. Okay, dann nicht. Ich wollte ja nur helfen. Du bist kein... Kocht man nicht zuerst das Wasser und dann, also... Und dann tut man die... Also Hilfe, du bist ein Hindernis. Wieso ein Hindernis? Ich versuche immer mein Bestes. Hindernis. Ich versuche, dass du bist behinderter als mein Behindertenausweis. Machen wir da nicht auch immer so eine Prise Salz rein? Ja, und ganz ehrlich, ich mache auch immer noch einen Schuss Öl rein dazu. Olivenöl. Ich finde, das schmeckt einfach besser. Viele Leute mögen das nicht und in Italien ist es sogar verpönt. Ich mache das und ihr haltet den Mund ganz einfach. Ja, eine Sommerbrise. So eine ganz leichte, so... Bro, kipp doch einfach komplette Wüste, Salzwüste da rein, Bro. Werden einfach scheiße schmecken. Das war eine ganz schöne große Brise. Können wir nicht schon währenddessen irgendwas machen? Ich mach mal gerade das Rezept auf. Du konvertierst zum YouTube. Aber da kommt jetzt noch ein bisschen Olivenöl rein. 2 Esslöffel. Denkst du, wir schaffen das so mit dem... Ich nehm Kochlöffel, das geht schon. Nee, das wäre zu viel. Denkst du, wir schaffen das einfach Pi mal Daumen? Nee. Bro, mach doch einfach einen Spritzer da rein. What the fuck? Ihr habt's eh schon verkackt, weil da zu viel Salz drin ist, Mann. Deswegen habe ich ja hier einen Esslöffel. Das ist aber langweilig. Wir machen doch Freestyle-Cooking, dachte ich. Ja, dann machen wir Freestyle. Ja, viel zu viel. Da war... Bruder, bist du eigentlich durch, Mann? Schon was drin. Hör auf, das Öl zu kippen, Digga. Das ist genauso wie so... Wartet mal. Das ist wie das hier. 2 Shots of Vodka. Genau, 2 Shots Wodka. Genauso viel hat er da rein. Nicht mehr, nicht weniger. Nur ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen, Bro. Toll gemacht, wirklich. Ich hab das jetzt hier überall verteilt. Das, wann... Mach doch noch mehr rein! Frittier doch die Nudeln gleich! Mein Gott, Alter! Was tust du da? Das waren nicht 2 Esslöffel. Das waren 2 große Esslöffel. Bro, das waren 2 Suppenkellen, du Autist. Ich hab ein neues Messerset. Da sind Messer drin, da wissen wir teilweise noch nicht mal, wofür die da sind. Ja, dann bestell's doch nicht. Zum Schneiden alle. War ein gutes Argument, okay. Ich mag einfach deine Präsenz nicht. Ich hab das schon mal ins Gesicht bekommen. Ja, ich weiß, und es hat mir gefallen. Wieso hat dir das gefallen? Das hat voll gebrannt. Weil ich schon Schmerzen das hatte. Hat wirklich. Der Mörtesnall mit dem Du isst das jetzt, finde ich cool. Wirklich richtig wehgetan. Ja, ich weiß, das hat mich erregt. Das hat wirklich in den Augen gebrannt. Das ich meine, das tut mir echt leid. Wo ist denn dein Nudelnetz, Gitter? Oliver, danke, mal, Bro. Das ist richtig unscheinbar. Leute denken sich, das ist nichts. Dann machst du so. Ciao! Nice, wirklich. Cooler Move, Bro. Al dente!
Lass die Kamera los, lass die Kamera los! Jungs, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Wasser ist natürlich schlecht für die Kamera, aber Dampf ist auch Wasser, wenn das in die Ach, ihr müsst es selber wissen, ihr habt genug Geld. Okay, dann gehen wir mal rüber und machen unsere Auflaufform fertig. Hilas Gott, danke für die Erinnerung. Du bist hier der Lungenkrebs- und COPD-Patient. Ich habe keinen Lungenkrebs. In 5 Jahren aber. Warum soll ich... Ich hatte eine Zukunftsvision. Ja, aber woher hast du und die? Ich habe gelacht. Geh nicht vergraben, denn das war scheiße. Denn das war für dich peinlicher als für uns. Ich weiß gar nicht, von was ihr redet, Alter. Sprecht mich einfach nicht mehr an in den Videos, bitte. Tim, du trägst gerade eine Kappe, nachdem ich gesagt habe, dass deine Haare scheiße ausgehen. Du stehst damit einfach, du hast komplett eingestanden, dass ich damit recht habe. Wenn ihr wirklich jetzt mit einem Diss-Track antwortet, ja, und der wird ehrenlos. Tim, du weißt, dass ich gerade gegen dich ganz, ganz, ganz ehrenlose Kontakte in der Hand habe und auch ganz, ganz ehrenlose Dinge rauslassen kann. Also haltet euch besser zurück. Ich sag's nur an der Stelle, das hier ist keine Erpressung, aber ich erpresse euch gerade. Zieh dich aus für den Tim. Na, jetzt hör auf, diese Werbung anzudrücken. Jetzt kommt eine schwere Zeit. Unangenehm. Du hast dich selber zerstört und jetzt wicke ich dich hinterher. Darf man das sagen? Gisela klaut immer nur Disse, die hat keine eigenen. Richtig. Das ist die böseste Lüge. Nein, das stimmt nicht. Mach dein Maul auf. Und das stimmt. Oder dein Arnold, ich will dich abstecken. Du Arschloch. Meine Disse. Meine das stimmt eigene. Überhaupt nicht. Du übernimmst voll auf Sachen von anderen Leuten. Es stimmt. Es ist alles geghostwritet. Und hops. Ich muss euch gar nicht mehr dissen. Ihr macht das schon gegenseitig genug. Dann. Oh Gott. Ich schneide dir Janik, danke für den Gift. Ich meine das diesmal ernst. Das wird ordentlich bluten, aber das bist du ja schon gewohnt. So langsam. So langsam wird es wirklich gefährlich mit ihm, Alter. Akani ist unter meinem Table, Bro. Game Master, danke. Haben wir uns verstanden? Hättest du gedacht, dass es sowas gibt wie eine Nudeltorte überhaupt? Nein. Hättest du dir das jemals erträumen können? Ich träume immer komische Sachen. Ich habe vor ein paar Tagen auch von Revi geträumt. Okay, das musst du uns jetzt erzählen. Was hast du von Revi geträumt? Ich weiß nicht, es war echt verstörend. Ah ja, okay. Und jemand, der von mir träumt, regelmäßig soll mich dissen. Merkt er, ne? Der hat sich ausgezogen im Traum? Nein. Kannst ja nicht so verstört gewesen sein. Tim, zeig mal Bauch. Ist das so viel Butter? Ich würde fast schon sagen, nein. Ich glaube, das ist wirklich die adäquate Menge Butter. Ich glaube, das passt. Ist das so viel? Jetzt einfach die Nudeln draufballern. Nein! Komm, ey, Leute, ich werde hier wirklich depressiv, wenn ich mir das länger anschaue. Können wir nicht einfach einen anderen Kanal irgendwie die ganze Zeit von mir, gucke ich lieber Videos von der Wahl. Nein, das geht zu weit, das würde ich niemals tun. Als ob, ich muss das jetzt verteilen. Das sieht auch ziemlich anstößig aus oder ansprechend. Ja, die Champignons kann man ja mit den Zwiebeln zusammen in die Pfanne tun. Na. Ich hab's noch zu. Was? Du, ich hab noch guck, nicht guck, noch was guck, gesagt. Ich halte. Ich glaube, die kommen jetzt für mich rein. Mhm. Ne? Ja, aber da rein. Was machst du denn? Was machen wir denn gerade überhaupt? Das da reintun, das wird dann die Soße. Ach, das wird die Soße zu den Nudelkuchen, ja. Okay. Sonst landet die Creme fraiche in deiner Fresse. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. Kommt der Parmesan da rein? Ja. Sicher, dass das richtig ist? Erst das und das anbraten, das dann da drauf tun und dann das da drüber. Und dann sind wir fertig. Genau, und dann kommt der Parmesan. Ja, gut, dann können wir den Rest. Können wir den Rest hier an der Herdplatte machen. Gut, Freunde, dann sehen wir uns gleich an der Herdplatte wieder. Das Essen ist fertig. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus geworden ist. Ich auch. Eine Missgestalt. Hoffentlich nicht. Sieht gar nicht so bad aus tatsächlich, actually. Ich kenne das zwar anders ohne die Pilze, aber so an sich not schlecht. Oh. Das sieht aber gut aus. Findest du nicht, das sieht aus wie ein Pflaumenkuchen? Nein, finde ich nicht. Muss man das an der Seite öffnen? Nee, das lässt man drinnen, ne? Oder? Nee, das muss man jetzt an der Seite öffnen. Aber ich würde das erst machen, wenn wir das da vorne hingestellt haben, auf dem Brett, oder nicht? Mhm. Auf dem Brett, Lan! Achso, ist das falsch? Das ist sehr, sehr heiß. Nein. Weg von mir. Jan. Trag dich in die Ecke, du kannst da nicht durch, weil ich hier Unordnung habe. Macht Sinn. Hör auf, bitte! Ah. Jan. Findest du auch, das riecht nach Hundefutter? Nee. Ich finde, es riecht ziemlich lecker. Ach, das ist das Ei, was ich meine. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Hundefutter? Also. Egal.
Okay. Wenn die Nudeln jetzt nicht so salzig sind, könnte das ganz gut werden. Aus. Ich glaube ja, das kann man sogar essen bestimmt. Also mir schmeckt es sehr gut. Wie viel Kochlöffel gibst du? Also dafür muss ich echt sagen, Zehn? So Leute. Stark. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt gerne Jungs, da habt ihr das endlich mal wieder geschafft, was Anständiges zu Ende zu bringen. In der Videobeschreibung sind wie immer die Rezepte verlinkt. Das hätte ich an der Stelle nicht gedacht, dass da dabei nochmal was rumkommt. Kritisiert uns. Vor allem Revi. Kritisieren? No way, Bro. No way würde ich euch kritisieren, da. Jeder, der uns kritisiert, wird heute im Livestream sehen, was dann passiert. Oh ja. Dann kommt eine traurige Zeit auf euch zu.